Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zur Formel 1 beim Großen Preis von Belgien. Es geht nach Spa-Francorchamps, einer wunderschönen Strecke, die sehr, sehr viele Geraden hat, die sehr viele schnelle Kurven hat. Und da fühlt sich der Ferrari ja sehr wohl. Und demzufolge können wir heute erwarten, dass wir zum einen sehr viele Überholmöglichkeiten haben, dadurch uns gut durchs Feld kämpfen können und vielleicht sogar den Abstand zu Sebastian Vettel ein wenig verkürzen können. Der hat sich nämlich jetzt mittlerweile auf 27 Punkte erhöht. Wir sind einen Punkt vor Carlos Sainz und damit WM-Zweiter im Moment. Jetzt wäre es mal langsam an der Zeit, ein bisschen den Abstand zu verkürzen und nach mal wieder den Teamkollegen ein wenig einzuheizen im Kampf um den WM-Titel. In der KWM sieht es ein bisschen anders aus. Das habe ich auch sogar thematisiert. Können wir an der Stelle einfach überfliegen. Und insbesondere wird der Sieg der KWM umso wahrscheinlicher, je mehr Upgrades wir machen. Und ich habe mich ja dazu entschlossen, dass wir den Ferrari komplett fertig upgraden und demzufolge haben wir noch weitere Aero-Upgrades, die hier gerade laufen und das Fahrzeug verbessert sich entsprechend immer weiter und weiter, aber auch die gegnerischen Teams, die pennen da logischerweise nicht. Aber schauen wir mal auf die Startaufstellung, da haben wir nämlich ganz vorne auf der Pole-Position Carlos Sainz Jr. vor Lando Norris, McLaren Startreihe 1 vor Nico Hülkenberg und Pierre Gasly. Dahinter haben wir Kimi Räikkönen, Max Verstappen, Lance Stroll und Lewis Hamilton. Kevin Magnussen dann vor Sebastian Vettel, der eine Strafe bekommen hat vor Kwiat, Bottas, Perez, Ricciardo ebenfalls mit Strafe vor Giovinazzi, Alex Albon, Robert Kubica, George Russell und ganz hinten Grosjean und wir. Und die Strategie, die ist heute ganz simpel, denn man wechselt von Supersoft auf Softreifen. Das wird zumindest mein Versuch werden, denn eventuell ist Supersoft zu Medium besser, aber da die Reifen nicht mehr so stark abbauen durch verschiedene Chassis-Upgrades, kann man eventuell versuchen, von Supersoft auf Soft zu kommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Würde uns auf jeden Fall einen entscheidenden Vorteil in der Pace im zweiten Stint bringen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Großen Preis von Belgien. Los geht's! Alter, okay. Nee, Kubica, du willst dann nicht wieder rein. Danke. Jo. Alles Kärchen, ganz guter Start. Alter. Boah. Sorry, Bottas. Ich bin jetzt schon so ein bisschen auf 180 wie ein Dreieck. Ich weiß nicht, ob ich es im Intro thematisiert haben werde, aber ich habe gerade eben schon mal hier ein Rennen gemacht. Oh, jetzt hat Giovinazzi den Flügelschaden. Geht er in die Box? Nee. Gerade eben schon mal aufgenommen. Und leider nicht gecheckt, dass die Festplatte voll war. Lief sogar ziemlich gut. Ich sage euch nachträglich nochmal, ob es hier besser oder schlechter lief. Oder genauso gut. Vielleicht könnt ihr wieder Zwölfter werden. So, let's go. Wo ist Sepp? Auch nur noch ein paar Plätze vor mir. Also wenn wir ein paar überharte Manöver sehen. Was ist denn mit Stroll los? Dann entschuldigt dies bitte. Bin voll geschwitzt und eigentlich schon eine Stunde
Belgien gefahren und davor auch noch die ganzen Community-Rennen. Heißt, heute schon 5 Stunden F1 gefahren und jetzt sind es gleich 6. Oh Gott, Hamilton. Hamilton? Warum ist er so langsam? Ciao. Was ist denn hier los, Mensch? Das ist ja hier Dauerbetrieb für die... Oh, oh Gott, oh Gott. Oh, für die Streckenposten. Hat sich hier gerade was bewegt? Oh, vielleicht ist der Handybildschirm angesprungen. Aufgesprungen. Wow. Auch der Handybildschirm ist irritiert durch das ganze Chaos hier. Auf geht's. Vettel direkt vor mir. Den holen wir uns. Ja, irgendwann muss ich ja anfangen, mal ein Rennen zu gewinnen. Mal gucken, ob es heute schon soweit ist. Oh Gott. Vor mir auch gelb. Schon wieder. Oh Gott! Vettel jetzt auf 3, glaube ich. Okay, Gasly scheint da wieder dran zu sein an Sepp. Hoffen wir mal auf eine Attacke auf der Camel Straight. Norris Bestzeit kann ich gerade noch nicht mitgehen. Waren noch zu viele Schnitzer drin. Alter Vettel, der zieht weg. Komm schon, der Red Bull muss hinterherkommen. Ja, wenn ich also bis Rouge schon eine Zehntel gut mache, dann ist da noch eine Menge drin.
was da spiegelt, aber irgendwas spiegelt. Ich kann es nicht ausmachen. Also nicht abschalten in dem Sinne ausmachen, sondern ich weiß nicht, was genau es ist. So, Mittelsektor, absolute Bestzeit. Obwohl Vettel freie Fahrt hatte. Bam, Junge. Das sieht ja mal gut aus. Reifen. Hält 10 Runden. Vettel immer noch nicht schneller als Norris. Okay. Ich meine, ich bin gerade in einem Zweikampf, aber was ist Vettels Ausrede? Also wenn das VSC lang genug draußen ist, würde ich sogar auf Medium wechseln. Der Plan war eigentlich, so lange draußen zu bleiben, bis ich auf Soft gehe. 10 Runden scheinen die Reifen ja noch zu halten insgesamt. Also wäre die Idee zu sagen, hey, bleibt 9 Runden draußen und es passt dann. So, ich hoffe, ich habe nichts verloren. Weiß ich glaube ich nicht, weil ich das Delta zu Vettel nicht kenne oder kannte. Also ich sag mal so, wie gesagt, ich bin das Rennen ja schon mal gefahren. Bei mir war Vettel ein bisschen schneller. Also bei mir beim ersten Versuch. Oh Gott. Trotz Quersteher. Nach oder in Rouge. Radion. Radion de la Rouge heißt es ja eigentlich. Das kann man auch Rouge dazu sagen. Oha, 1,42,5. Ich glaube, zuvor ist er in Runde 8 mal reingegangen. ...47% Reifenabrieb nach 7 Runden. Ich könnte theoretisch noch 3,5, vielleicht sogar 4 Runden fahren, also der Reifen hält gut durch.
Vettel mit Verkehr vor der Nase. Bleib erstmal draußen. Norris holt sich die Medium ab. Also, Vettel dürfte auch Medium-Reifen haben. Reifenvorteil gibt's hoffentlich. Mal gucken. Warte mal, volles ERS nutzen. Geht er jetzt eher an die Box? Box, Box, Box. So, let's go. Vorhin waren es 1,9 Sekunden beim Boxenstopp. Mal gucken, was jetzt geht. Oh, 2,1 ist okay. Norris wird wohl vor mir rauskommen. Wo ist Vettel? Raikkonen. Oh, das wird lustig. Der Kickoff Spa höchstpersönlich. Der aber keinen Zentimeter näher kommt. Geil. Jo, der Überschuss ist halt echt unrealistisch krass.
Vettel schon an Raikkonen vorbei. Klang ja so ein bisschen falsch, weil ich mir dachte, hey, ich fahre ja im Ferrari, aber 2019 Mod und so. Als 41,5. Also meine Bestzeit des nicht aufgezeichneten Rennens war eine 1,41,001. Das ärgert mich halt wirklich, deswegen fühle ich es auch so oft an, aber ich glaube, ich soll es lieber lassen. Ich kann sagen, da war ich nach dem Boxenstopp 3 Sekunden etwa hinter Vettel und habe alles nach und nach mit zurückerkämpft. Und jetzt kann ich auch sagen, wie es halt gelaufen ist. Es sah so ein bisschen wie das GPO-Finale beim ersten Lauf. Ich habe mich halt ein bisschen mit Vettel gebettelt, habe mich erstmal zurückgehalten dann und irgendwann in der letzten Runde gesagt, ja, ich ziehe jetzt vorbei und es hat auch funktioniert und eigentlich stand da der Rennsieg im Haus. Aber mit einer sehr epischen Aufholjagd. Jetzt probiere ich etwa genauso episch hier mal ein paar Runden zu drehen. Um 3:30 abends, nachts, frühmorgens. Guten Morgen an alle, die um 3:30 aufstehen müssen. Und ich dachte, ich hätte einen kaputten Tag-Nacht-Zyklus. LOL! War, Alter, wie geil! LOL! Exakt dieselbe Rundenzeit. LOL. LOL. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas von den anderen Videodateien retten kann. Wobei, so krass besonders ist es natürlich auch nicht, aber dass ich beide Male exakt dieselbe Zeit fahre, ist krass. Tag-Nacht-Zyklen sind aber eh, also gut, nicht Tag-Nacht-Zyklen, sondern vielleicht einfach Tageszyklen. Das ist eh sowas, was, weiß ich nicht, was zwar wissenschaftlich einerseits so ein bisschen schon aufgezeigt, wo halt aufgezeigt wurde, hey, es gibt halt irgendwie verschiedene Zyklen oder so. Also, was ich halt empfehlen kann, ist der Kanal von My Teen Ren Kim. Oder MyLab heißt der Kanal dann einfach nur. Und das ist eigentlich sehr, sehr cool, wie das halt auch aufzeigt, weil ja, es gibt Leute, die so ein bisschen Spätaufsteher sind. Ja, es gibt Frühaufsteher und so weiter und so fort. Man kann sich halt auch umgewöhnen. Das Ding ist halt nur, ich mag so ein bisschen auch die Ruhe der Nacht. So, wenn es halt alles mal ein bisschen still ist, wenn um einen herum einfach mal nicht die ganze Welt in Bewegung ist, sondern wenn wirklich einfach mal gerade nichts los ist. Aber ich finde das so ein bisschen idyllisch, muss ich sagen. Und jetzt im Frühling ganz besonders, da mag ich auch nachts die deutlich kühleren Temperaturen. Also es ist halt viel angenehmer. Ja, im Sommer dann noch härter. Muss mir halt irgendwann auch mal fürs Stream eine Klimaanlage zulegen, weil ich sonst hier wirklich ganz, ganz schlimm verendet wäre. Meine letzten Sommer war es halt so, 2 PCs, 2 Lichter, die halt ein bisschen für den Greenscreen Licht machen. Ein Lenkrad.
Und du hast so eine Wärmeentwicklung im Zimmer plötzlich. Wenn auch noch einer der beiden PCs auf Volllast läuft. Gut, der andere streamt nur. Aber der andere, der läuft halt unter absoluter Volllast. Und da hast du halt einfach Temperaturen von bis zu... Also als ich die Klimaanlage dann immer angeworfen habe, habe ich teilweise Temperaturen von bis zu 37 Grad gesehen. Und das nachts. Ja. Und ich glaube, nach längeren Sessions war es vielleicht sogar noch heißer. Also es stand, glaube ich, auf der Klimaanlage drauf. Weiß jetzt nicht, wie zuverlässig die Werte da drauf sind, aber es war sehr, sehr heiß. Bin ja selbst eh jemand, der unfassbar gerne kühler Temperaturen mag. Also auch noch bei knapp unter 20 Grad gehe ich gern mit T-Shirt und Shorts aus dem Haus. Apropos, jetzt gerade bin ich absolut voll geschwitzt. Ich habe das T-Shirt nicht gewechselt zwischen den Aufnahmen. Ich will auch eigentlich gar nicht wissen, wie, oh Gott, manche Regionen meines Oberkörpers gerade aussehen. Oder meines T-Shirts. Also, Vettel, bleibt gut dran. Ist eben ein bisschen so ein Phänomen, was ich immer wieder bei mir entdecke, wenn es mal darum geht, Zeit zu jemandem gut zu machen. Easy. Ich kann mich rein verbeißen, kann mich rankämpfen, wenn es darum geht, einen Abstand rauszufahren. Bin ich ein bisschen fauler, was das angeht. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert, wenn ich mal ein bisschen konzentriert durchrase. Genießt das Spektakel einfach nur. Mittelsektor wenigstens eine absolute Bestzeit. Im ersten Sektor hatte ich halt Lando Norris vor der Nase bei der schnellen Runde, deswegen habe ich da ein bisschen Windschatten-DRS gehabt. Deswegen ist die Zeit vermutlich nicht ganz erreichbar, aber hey, man sieht es auf Anhieb 9 Zehntel schneller. Konzentration kann sich lohnen.
Was? Diese Runde an die Box kommen? Alles klar. Mach ich. Oh boy! Jetzt werde ich sogar noch schneller. Das sieht so ein bisschen danach aus, als würden wir das Ergebnis, das ich eben eingefahren bin, wiederholen können. Lando Norris hatte irgendwann Reifenprobleme. Ich glaube, es waren Reifenprobleme. Also würde er im Moment halt deutlich weiter vorne landen. Lando Norris verliert gerade pro Runde, glaube ich, 1,3 Sekunden. Wenn ich da nicht eine Runde ausgelassen habe. Das ist schon übel. Das ist der Unterschied zwischen dem realen Ferrari und dem realen McLaren. Nur, dass wir hier mit McLaren nicht eine vierte Kraft haben, sondern die zweite Kraft. Auch wenn das Auto, glaube ich, das viertstärkste tatsächlich ist. Also relativ realitätsdeckend. Überrundungen stehen zum Glück auch keine an. Teste mal mit den Gängen ein bisschen hin und her. So, Sebastian Vettel wird sich vielleicht noch mal ein bisschen rankämpfen können. Reifen sehen okay aus. Hat sogar noch eine Runde früher wechseln können. Oh, mein Po schmerzt aber halt mittlerweile auch echt, ey. Also 6 Stunden Rennen fahren ist halt echt krass. Also fast am Stück. Thank you.
1,1 Sekunden. Es wird wieder ein bisschen knapper hier. Obwohl ich gar nicht mal so viel langsamer bin als zuvor. Sag bitte nicht, dass er sich meine Bestzeit krallt. Immerhin bleibt mir die. Na gut, und der Rennsieg halt logischerweise. Zumindest nach aktuellem Stand. Was ist denn ja gerade für eine Zeit gefahren? Oh Gott, 1,40,9. Nee, oder? Lando Norris hat ja wieder ein Reifenproblem. Nee. Wow. Okay. Kimi auf 3. Oh, das war die Podiumskonstellation von eben. Alter, ich habe keinen Schaden. What? Ey, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Der ist einfach volle Kanne durchgebrettert. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen baff. Keine Ahnung, was da gerade los war. War alles geplant, logisch. Nee, keine Ahnung, ey. Wow. Alter Falter, ey. What? Ey, ich meine, keine Ahnung. Was, also, an der Stelle mal gefragt, was macht da die KI? Die brettert da einfach durch, ohne die Linie auch nur im Ansatz anzupassen. Das ist irgendwie krass. Also, in der Realität, wenn da jemand so fahren würde, würde ich sagen, selbst schuld. Krass. Das ist echt heftig.
Vor allem, dass ich da ohne Schaden rausgekommen bin, fühlt sich irgendwie nicht ganz richtig an, aber... Hey, krass. Ja. Mir fehlen ein bisschen die Worte. Bin ich ganz ehrlich gerade. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich versuche einfach mal irgendwas Konstruktives so zusammenzukriegen. Also, wir gewinnen das Rennen. 7 Sekunden vor Raikkonen, vor Gasly, vor Hülkenberg, Kwiat, Verstappen dann vor Ricciardo, Kubica, Perez und Stroll. Okay, oh, was ist jetzt los, ey? Ja, 2 Punkte nur noch zu Vettel. 26 Punkte zu Sainz. Pierre Gasly überholt Lando Norris. Alfa Romeo vorbei an Racing Point. Stimmt, Kimi auf dem Podium. Das ist Knorke. Das ist cool. Den Rest könnt ihr den Bildern entnehmen, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Weißt du, da mache ich einen Fehler und vielleicht sollte ich häufiger Fehler machen. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat. Oder das stilvolle Ausnocken von Sebastian Vettel. Ich glaube, jeder Wrestler wäre über diesen, oder auch selbst Burnout wäre über diesen Takedown neidig. Haut gerne ein Däumchen nach oben raus. Haut gerne ein Abo raus für mehr geile Racing-Action. Teilweise ohne Kollisionen dann. Allergrößtenteils ohne Kollisionen. Seid heute Abend dabei bei iRacing. Morgen bei der DGRL, übermorgen auch. Und übermorgen gibt es die nächste Karrierefolge. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen. Also erstmal habe ich einen mega trockenen Hals. Bin gerade 2 Stunden am Stück. Oder 1 Stunde 20 Minuten am Stück. Rechne halt immer 1 Stunde. Aber ja, 1 Stunde 20 am Stück hier Rennen gefahren. Und ich muss irgendwie gerade das verarbeiten. Leute, danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf die Kommentare. Dieses Mal noch mehr als sonst. Also, ja, haut rein.